Hallo Welt, da sind wir wieder auf der Suche nach weiteren Seuchenherzen. Hier zusammen mit den Flüchtlingen und der lieben Sarah. Hallo Sarah. Ja, hallo YouTube, hallo Richie. Ja, wir sind auf der Suche nach Materialien noch hier. Oh, das war laut. Hier oben, Richie, bei dem Haus sind auch Sachen für dich. Container noch zum Durchsuchen. Ja. Ist noch sehr viel für uns. Ja, oder sollen wir das mit dem Durchsuchen vielleicht demnächst machen? Ja, jetzt nehmen wir das mit und vielleicht finden wir noch etwas, was wir gut gebrauchen können. Why do I even get my hopes up? I'm declaring this location Zed-free. Careful, we got a plague zombie nearby. Was war laut? So, ich hab alles. So, ich komme mal hinten rein. Ich bin da fertig. Oh, ich finde den letzten nicht, aber ich glaube, wichtiger sind die Seuchenherzen. Solange es noch hell ist. Ah, hier ist er. Jo, fertig. Nein, auch nicht fertig. Ein Teil fehlt noch. Ja, aber ich weiß nicht wo. Hier ist irgendwie nichts mehr. In der Scheune hast du geguckt da? Nicht Scheune, bei dem blauen Auto? Gehört das mit zum Haus? Ja. Oder? Aha. Ein bisschen was zu knabbern. Achso. Ja, das ist schade. Das wird manchmal nämlich nicht angezeigt so richtig. Ja, jetzt schon. Aber manchmal fehlt das eben. Kein Blinken, kein Symbol. Und dann sucht man sich hier einen Wolf. So wie im Haus gerade. Not gonna fit. So, einen Kaffee habe ich gefunden, ja. Gut, wenn du soweit bist, kommen wir los. Ja. Sehr gerne. So, der Weg. Fahren hier raus. Und dann rechts und an der Brücke wieder rechts. Okay. Das ist ein weiter Weg. Haben wir genug Benzin hoffentlich dabei? Mhm.
Ja, vielleicht. Das hat ganz gut geklappt beim letzten Mal, in der letzten Folge. Ja. Ist das hier schon rechts, die Brücke? Ja. Hier? Ja. Die Brücke noch nicht, aber hier erstmal rechts. Wow, die sind aber teilweise ganz schön schnell auch. Das stimmt. Oh, wer ist da rausgefallen? Keiner. Ach so, hast du die Tür hier so? Ja. Ja. Rechts? Ja, ja, ja. Ja, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Ist das hier eine Straße? Komm mal. Perfekt. Oh, I'm gonna fuck you up. Bring it, brainless. Also ich habe keine Granaten mehr, ja? Die habe ich alle gerade verwendet. Okay, ich habe aber welche. I need a break. Oh nein! Okay, mal, weg. Ja, überfahr ihn. Ja, der folgt dir. Ich habe das Herz nicht gesehen da drin. Das ist aber der. Ach shit, der ist ja immer noch hier rum am Rennen. Mann, ey. We're sure this is the last one, right? Because I don't want to do this again. Oh, da kommt jetzt eine Horde, aber ich will das Auto auch nicht so kaputt machen. Locked up tight. Ach da, ich sehe das Seuchenherz, okay. Horde, sagst du? Boah, ein Aufgeblähter! Das war er. Wo ist denn die Horde? Der Idiot, Hammer, da soll man da weggehen.
War es denn noch nicht, Schwein? Okay, solchen Herzens hinüber. Ja. Boah, was für ein Theater immer. Ich dachte erst, das funktioniert gar nicht mehr mit den Feuerwerkskörpern so. Aber doch, das lenkt die ab. Man darf sie dann nur nicht angreifen. Ach, du bist schon da? Ach, warst du die ganze Zeit da drin? Ja, ich hab doch hier fertig gemacht. Ja. Ach so. Ah, und wir haben alle solchen Herzen beseitigt. Super! Could be worse. Gut. Oh, mein Auto ist voll, ich kann auch nichts mehr sammeln. Und mein Auto ist auch voll. Ich gucke nur, ob es noch Rucksäcke gibt. Chemikalien. Solchen Proben können wir ja zusammenlegen, oder? Ich bin voll, oder? Moment. Doch, ja. Ich glaube, die kann man gut stapeln, ja. Du hast mein Auto erwischt. Ach so. Deins ist noch leer. Ach so, ja, dann tanke ich deins auf. Jetzt habe ich den Benzinkanister da rausgenommen. Ja, tank ruhig auf. Das ist nämlich so gut. Ich habe notfallmäßig noch ein. Das ist nämlich so gut wie leer. Hast du jetzt die solchen Proben alle genommen? Ja. Ja, packe ich hier wieder welche rein, kannst du rausnehmen. Ja. Nichts gefunden, Gott sei Dank. Manchmal sagt dann mal auch Gott sei Dank. Weil es doch manchmal einfach zu viel ist. Und Schraubenzieher habe ich gefunden. Das findet man ja auch nicht oft. Ja, habe ich jetzt auch schon zweimal gefunden, habe ich aber gelassen. Ist ja nur eine Nebenwaffe und die geht ja eigentlich nie kaputt. Ja, ich nehme immer alles mit, damit man die Schrauben daraus bekommen kann, die Ersatzteile. Dann kann man das verwerten oder so. Aber klar, wenn das Inventar voll ist, was soll man da machen? Ich glaube, die Rucksäcke kann man auch gar nicht auseinandernehmen. Good thing I'm used to disappointment. Oh. Nichts gefunden. Zwei Sachen habe ich hier noch. Ah ja, ist ja schade. Oh, du bist wirklich voll. Ich? Ja, hier, Kofferraum. Aber das konnte ich jetzt noch reinmachen. Okay. Ja, ich glaube, wir haben ziemlich viele Sachen, die wir zusammenlegen könnten. Ich habe da ganz viele Chemikalien zum Beispiel gefunden. Ach, das ist durchsucht hier schon. Aha. Ich guck mal, was bei dir im Kofferraum drin ist. Nicht zum Zusammenlegen. Oh, sowas Schönes hast du gefunden. Packung mit nahrhaften Snacks. Ich nehme mal die Rakete. Ach, die habe ich da reingeschmissen. Ah, die nehme ich mal wieder raus, ja? Mhm. Dann hast du noch einen Platz da drin frei. Ich bin aber auch fertig. Oder soll ich Chemikalien mitnehmen? Chemikalien? Ja, klar. Kann man das stapeln? Ja. Die sind bei mir im Kofferraum. Schon. Ich will gucken, was ich wegpacken kann. Boah, die Waffe ist auch leer, aber... Ach so, die kann ich nochmal nachladen. Gut. Let's make this mag count, kiddos. Warte, ich hole noch die Chemikalien. Ja.
Und dann habe ich noch was, was man bei dir stapeln kann. Aha. Getreide oder so. Saatgut, glaube ich, war das. Ja, gut. Dann sehen wir zu, dass wir nach Hause kommen. Mhm. Also bestimme das Vermächtnis deiner Gemeinschaft, Sarah. Du hast die Bedrohung durch die Blutseuche ausgeschaltet und einen Anführer ernannt. Deine Gemeinschaft hat jetzt die Chance, ein Vermächtnis für die Ewigkeit auf dieser Welt zu hinterlassen. Also verfolge die Ziele deines Anführers, um das Vermächtnis deiner Gemeinschaft zu bestimmen und Geschichte zu schreiben. Wo siehst du das denn? Wenn du die Karte öffnest. Ach so, Vermächtnis, ein neuer Anfang. Was soll ich denn da machen? Wahrscheinlich mit deinem Chef reden, mit deinem Anführer reden. Wer ist das, Chuck bei dir? Oh, wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube Jenny ist das. Okay. Oh. Ob ich noch zurückkomme? Ich tank auch lieber mal auf. Okay. Mary also. Mhm. Ja, Mary war das. So, einmal gucken, wo es lang geht. Aus rechts. Haben wir hier schon geguckt im Haus? Links. Ich glaube, hier oben waren wir noch nicht in der Ecke, nee. Aber da oben ist auch eine Enklave. Feindliche Enklave. Also wir sollten uns aus dem Staub machen vielleicht. Ja, komm, dann gehen wir. Moment. Rechts. Ach, wir fahren am besten hier entlang, oder? Moment. Ist jetzt wieder genau in der Mitte. Ist egal, ob wir links oder rechts fahren. Also fahren wir unten rechts, dann links. Dann wieder links. Und dann nochmal rechts. Naja, okay. Werden wir schon finden. Ich muss noch markieren. Ja, ich denke, ankommen werden wir erst in der nächsten Folge. Ja. Dann bedanken wir uns schon mal langsam fürs Zusehen. Ja, für eure Kommentare und für eure Likes auch dafür. Lieben Dank. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.